wenn wir uns spirituell auf eine andere Ebene begeben, bewusster werden, uns mehr öffnen, dann machen wir eine Phase durch, die man als spirituelle Depression bezeichnen könnte. Man könnte ja denken, alles wird nur besser, wenn man sich bewusster wird, aber man macht tatsächlich eine Phase durch, in der das nicht so ist. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gizem. Na, wie geht's euch so? Auf meinem Kanal reden wir über die Themen Spiritualität, Kraft der Gedanken, Selbstentwicklung und vieles mehr. Im heutigen Video geht es um eine Phase, wenn wir jetzt anfangen, uns mehr mit spirituellen Themen zu beschäftigen, uns bewusster werden, in der wir uns nicht so gut fühlen. Und ja, wie man das am besten überwindet. Ich persönlich sehe das nicht so, dass man halt einfach nur eine Phase im Leben hat, die dann durchlebt und dann fängt man eine andere Phase an. Ich habe mehr das Gefühl, das kommt halt in Wellen. Es wird gute Tage und schlechte Tage geben und es gibt Tage, an denen du mit der Schattenseite, sage ich mal, von deinem spirituellen Erwachen konfrontiert wirst. Also jeder Spirituelle, der dir erzählt, das Leben wäre nur Friede, Freude, Eierkuchen, der lügt ganz einfach oder der versucht sozusagen diese Schattenseite zu verdrängen, was natürlich total ungesund ist und das wollen wir natürlich nicht machen. Wir wollen nichts verdrängen, wir wollen bewusst sein, wir wollen uns auch der schlechten Seite bewusst werden. Also es fängt mit einer Wer-bin-ich-Krise an. Ich hatte diese Wer-bin-ich-Krise, bevor ich angefangen habe, zum Beispiel, bevor ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen. In der Zeit, wo ich wirklich nicht wusste, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte irgendwas machen, ich möchte mich ausdrücken und ich muss irgendwas machen, aber ich wusste nicht was. Diese Wer-bin-ich-Krise kommt vor allem deswegen, weil wir, während wir uns mit diesen spirituellen Themen beschäftigen, lernen wir, dass wir eigentlich gar nicht unsere Gedanken sind. Und wir sind nicht das, was wir versuchen, allen anderen recht zu machen. Das sind wir nicht und das sollen wir auch nicht sein. Wir sollen nicht jemand sein, der immer andere glücklich macht oder immer versucht, andere zu beeindrucken. Ich muss gar nicht das machen, was von mir erwartet wird. Ich muss nicht das studieren, was meine Eltern als gut erachten. Ich muss auch nicht die Ausbildung machen, die irgendwie alle meinen, die zu mir passen würde. Ich muss das alles nicht machen. Wir realisieren das. Aber dann stellt sich die Frage, was soll ich denn machen? Was muss ich denn machen? Was ist denn meine Mission hier? Warum bin ich denn hier? Und bis wir diese Frage beantworten, fühlen wir uns leer. Wir haben sehr viel Angst. Wir fühlen uns verloren. Weil es ja Millionen sozusagen Möglichkeiten gibt. Es gibt Millionen Wege, um sich in der Situation zu befinden. Okay, du kannst jetzt entscheiden, was auch immer du machen möchtest, wie auch immer du dein Leben gestalten möchtest, das ist deine Entscheidung. Das kann uns auch oft überfordern in einer gewissen Hinsicht. Und man fängt an, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Man liest vielleicht ein oder zwei Bücher darüber, wie man denn jetzt seine eigene Mission findet und so weiter. Mein Tipp an der Stelle wäre, ihr müsst nicht den ganzen Plan kennen. Ihr müsst nicht wissen, wo ihr in 15 Jahren endet. Wir müssen nur wissen, was möchte ich bis dahin denn tun? Was möchte ich von Tag zu Tag tun? Mein Ziel war es, ich wusste von Anfang an, ich möchte YouTuberin werden. Ich wusste nicht, was ich machen will. Ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, was ich da alles machen muss und wie ich das alles hinkriegen soll und was für Themen ich sogar mache, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass ich das machen möchte. Und das Wichtigste ist dann, sich selbst zu überwinden und den Mut zu haben, einfach anzufangen. Bis ich mit YouTube-Videos angefangen habe, habe ich mir die Augen ausgeheult, weil ich wusste, dass ich das machen will, aber ich wusste nicht, was und wie und wann. Schaffe ich das denn überhaupt? Das macht einem ja auch Angst. Das, was ich machen will, anzufangen, wenn du mit etwas anfängst, gibt es zwei Auswege. Du kannst scheitern und Erfolg haben. Aber wenn du gar nicht damit anfängst, dann denken wir oft, wenn ich gar nicht damit anfange, ja, dann scheitere ich nicht. Das stimmt aber nicht. Wenn du gar nicht damit anfängst, dann hast du schon gescheitert. Und bevor wir uns
öffnen, haben wir Angst. Wir haben Angst davor, was andere denken, was andere sagen. Wir haben Angst davor zu scheitern. Wir haben Angst davor, dass es alles gar nicht so ist, wie wir das gedacht hatten und dass das nicht klappen wird. Und wir haben so viele Ängste und Zweifel an uns selbst. Diese Schattenseiten haben wir. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wir können nicht verdrängen, dass wir Angst davor haben, etwas zu machen. Wir können nicht so tun, als ob uns das nicht wichtig wäre. Wir müssen sagen, ja, ich habe verdammt nochmal Angst davor, YouTube-Videos zu machen. Ich habe Angst davor, den Leuten zu sagen, hey, ich mache YouTube-Videos. Ich habe sogar ein bisschen länger YouTube-Videos gemacht und den engsten Leuten, die ich kenne in meinem Leben, die ich in meinem Leben schon seit sehr langer Zeit habe, habe ich davon nichts erzählt, weil ich Angst hatte. Und wir dürfen keine Ausreden finden. Wir dürfen nicht sagen, ach, das ist dämlich, deswegen mache ich das nicht. Oder das wird eh nicht klappen, deswegen mache ich das nicht. Wir müssen uns selbst eingestehen, oder habe ich eine Schattenseite? Du hast dann einen Schatten von dir entdeckt. Und das ist genauso wichtig wie die Arbeit mit den Dingen, die wir lieben. Das ist ja auch ein Teil der spirituellen Arbeit, sich bewusst zu werden, was für Schattenseiten man hat. Wovor habe ich denn Angst? Ich möchte ja akzeptiert werden. Ich möchte ja geliebt werden. Ich möchte ja, während wir uns immer bewusster werden, erfahren wir immer mehr Schattenseiten von uns selbst. Und das kann als sehr tiefer Punkt empfunden werden, weil wir natürlich nicht hundertprozentig glücklich damit sind. Wir sind gerade auf der, ne, auf der Schattenseite. Wir sind da, wo sich unsere Dämonen sozusagen befinden. Der Prozess des Bewusstwerdens besteht aus diesen beiden Komponenten. Wenn du ein Mensch bist, der jetzt anfängt, sich mit den spirituellen Themen zu befassen, dann sei dir bewusst, es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird immer schöner, alles wird immer besser und das Leben besteht dann nur noch aus Freude und Liebe. Das ist es nicht. Wir als Menschen, als spirituelle Wesen, die auf der Erde jetzt hier diese Erfahrungen machen, wir sind nicht nur hier, um diese positiven Seiten zu erfahren. Wir sind hier, um auch unsere Schattenseiten zu ergründen, die Schattenseiten zu akzeptieren, lieben zu lernen. Das ist das Härteste, was du als spiritueller Mensch durchmachen wirst, ist deine Schattenseite lieben zu lernen, deine Dämonen lieben zu lernen. Das ist das Härteste, was du durchmachen wirst. Aber das bringt dir den meisten Wachstum, an den Schattenseiten zu arbeiten. Die Dinge zu tun, die wir lieben, bringt uns natürlich auch Wachstum, aber uns damit zu beschäftigen, was wir eigentlich gar nicht so an uns selbst mögen, mit den Dingen, die wir vielleicht bis jetzt immer verdrängt haben, uns zu beschäftigen, das ist wieder ein anderes Level. Das bringt uns immens weiter. Der Prozess, dass wir glücklich sind mit unserer jetzigen Situation, aber wir möchten auch noch mehr wachsen. Wir sind glücklich, wo wir sind und wir sind vielleicht zufrieden auch mit den Dingen, die wir haben und wie unser Alltag abläuft, aber wir möchten immer noch wachsen, denn darum sind wir hier. Wir sind hier, um zu wachsen. Und wenn du zum Beispiel auch in einer Phase bist, in der du jetzt total begeistert von der Kraft der Gedanken bist zum Beispiel, dann wirst du versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich darüber zu reden. Und das sind meistens auch die Menschen in deiner direkten Umgebung. Und das Problem ist, das, was uns die nächsten Kopfschmerzen bereitet, ist, dass viele auch, mit denen du dich unterhältst über dieses Thema, nicht verstehen werden, was du meinst. Oder die werden das irgendwie belächeln oder halt nicht so drauf reagieren, wie du das irgendwie gerne hättest. Du hättest irgendwie gerne, dass alle total begeistert sind und sagen, ja, guck mal, da ist mir das passiert, da ist mir das passiert. Und du erwartest von den Menschen, dass die sofort dabei sind, spirituell und sofort ready sind, ne, jetzt hier das Erwachen sofort hier mit dir durchzuziehen. Das wird aber nicht passieren. Die Menschen, jeder wird diesen Prozess dann durchmachen, wenn er bereit dazu ist. Und manchmal sind die Menschen einfach nicht bereit dazu, wenn du mit denen redest darüber. Und das ist natürlich total in Ordnung. Aber dann meldet sich wieder eine Schattenseite von uns, von unserem Innern, von uns selbst, die sagt, ja,
alle anderen sind dann irgendwie blöd oder zurückgeblieben, wenn die das nicht akzeptieren. Dann verurteilen wir sofort wieder andere Leute, weil wir ja natürlich wollen, dass die so denken wie wir. Wir wollen ja, dass unsere Community, die Leute, mit denen wir in Verbindung stehen, unsere Meinungen teilen. Wir wollen Bestätigung. Und das ist auch eine Schattenseite von uns. Wir wollen bestätigt werden von anderen Menschen. Wir wollen, dass die Menschen uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Dann kommt wieder die spirituelle Arbeit, und zwar das wieder zu überwinden und zu sagen, hey, andere Menschen denken anders und das ist auch in Ordnung. Ich muss nicht immer von jemandem bestätigt werden. Oder nur weil jemand anders denkt als ich, heißt das nicht, dass derjenige zurückgeblieben ist. Und oft fühlt man sich dann auch in dieser Phase, wenn man vor allem niemanden hat in der Umgebung, der dich zum Beispiel zu 100% versteht, fühlt man sich dann einsam und nicht verbunden mit den Menschen. Weil wir denken, Verbindung heißt, Bestätigung zu bekommen, ständige Bestätigung zu bekommen und gelobt zu werden. Das denken wir, dass es Verbindung ist. Aber wir sind ja eigentlich, ne, wenn wir uns spirituell darüber nachdenken, sind wir ja mit jedem und allem verbunden. Es ist nicht schlimm, dass andere nicht so denken wie du. Du bist trotzdem mit denen verbunden. Das müssen wir dann auch wieder lernen. Und ihr werdet sehen, es gibt so viele Dinge, die wir lernen und überwinden müssen. Und viele Dinge sind auch mit negativen Gefühlen verbunden. Und dann fühlt man sich in dieser Phase ganz einfach depressiv. Man steckt dann in dieser spirituellen Depression, weil man das Gefühl hat, keiner versteht dich. Weil man das Gefühl hat, ich denke anders als andere, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Bin ich denn jetzt die Verrückte? Und man fängt an sich selbst zu zweifeln. Da können wir wieder immens an uns wachsen, indem wir einfach diese Schattenseiten akzeptieren und loslassen. Indem wir sagen, ich fühle mich jetzt frustriert, weil keiner mich versteht, aber es ist in Ordnung. Es muss mich keiner verstehen. Ich bin trotzdem verbunden mit allem. Mittlerweile, wenn ich die Energie nicht spüre von der anderen Seite, dass wirklich der andere Mensch gerade darüber reden möchte, dann rede ich nicht darüber. Ich achte auf die Energie viel mehr. Was kommt denn von der anderen Seite? Anstatt immer reinzuspringen mit dem Thema, was du jetzt haben möchtest, weil du willst ja darüber reden und du weißt ja, was alles gut ist. Hat keinen Sinn, weil die andere Person jetzt im Moment gerade nicht bereit oder offen dafür ist. Und da müssen wir wirklich akzeptieren, dass Gegenüber ist auch ein Wesen, das seinen eigenen Willen, seine eigenen Gedanken, seinen eigenen Kopf hat. Und wir können niemanden jetzt hier unsere Gedanken aufzwingen. Wenn wir uns immer einig sind und wenn immer alles harmonisch ist, dann haben wir kein Wachstum. Dann können wir nicht wachsen. Wir sind hier auf der Erde, um zu wachsen. Und dazu gehören die schlechten Tage. Wir müssen schlechte Tage haben, um zu wachsen. Das heißt, der meiste Wachstum kommt meiner Meinung nach aus dem Dunklen, aus dem Schatten. Das ist der Grund eigentlich, warum wir das spirituelle Erwachen als Depression empfinden, weil wir an unserer Schattenseite auch arbeiten müssen. Und die Schattenseite wird kommen, wenn du dir bewusst wirst, dass du mehr bist als, ne, als diese Figur, dieser Körper jetzt hier auf der Erde. Du bist mehr als das. Wenn du dir dessen bewusst wirst, wirst du dir auch bewusst, oh, ich habe auch Schattenseiten und ich habe auch Seiten der Liebe und Harmonie und Vollkommenheit. Ich glaube, am schwierigsten ist das, wenn wir uns unserer Schattenseiten nicht sofort bewusst werden. Dann haben wir wirklich das Gefühl, wir sind tagelang, wochenlang in dieser Depressionsphase und wir wissen nicht warum, weil wir halt uns unserer Schatten nicht bewusst werden und das irgendwie noch unterdrückt ist. Dadurch, dass wir einfach uns bewusst werden, hey, wenn ich mich schlecht fühle, heißt das einfach, ich arbeite gerade an einem Teil in mir, der vielleicht nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern im Schatten liegt mehr. Wenn wir sie ignorieren, die bleiben da, wenn wir versuchen, sie wegzuschieben. Die zeigen sich auf irgendeine Art und Weise wieder in unserem Leben. Die werden sich zeigen. Und diese depressive Phase, die wird dann länger andauern, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Die wird dann immer länger andauern, die wird immer tiefer gehen.
wenn du das schaffst, die wegzuschieben, dann wird die auf eine andere Art und Weise wiederkommen. Dann wird die sich körperlich zeigen oder durch Ereignisse in deinem Leben. Das bedeutet nicht, dass wenn du jetzt eine schlechte Zeit durchmachst, dass du jetzt zu 100% dran schuld bist, weil du ja jetzt hier nicht an deinen Schattenseiten gearbeitet hast. Nein, es ist in Ordnung. Auch wenn du dich jetzt mal eine Zeit lang schlecht fühlst und das Gefühl hast, es geht irgendwie nicht weiter und du hast keinen Bock auf gar nichts, ne? Und alles ist irgendwie blöd, dann ist das auch okay. Dann bin ich jetzt hier in dieser Phase und ich warte mal erstmal ab. Und nicht immer, ich muss irgendwas schaffen und ich muss irgendwas machen und ich muss besser werden und ich muss, ne, warte mal ab, fließ mal ein bisschen, ne, akzeptier mal dieses schlechte Gefühl, akzeptier mal, dass es dir auch mal nicht so gut geht, akzeptier mal, ne, dass du auch diese Phase hast einfach in deinem Leben. Denn wir haben Phasen, wo es uns gut geht, wir haben Phasen, wo es uns nicht so gut geht und es ist in Ordnung. Wenn wir vor allem darüber reden, realisieren wir, wie normal das ist. An unserer Schattenseite zu arbeiten und auch schlechte Tage zu haben, kann auch fließen. Es kann auch harmonisch ablaufen. Sogar eine Depressionsphase kann harmonisch ablaufen. Auch mal loszulassen und zu sagen, ja, dann geht's mir jetzt, ne, gerade schlecht. Es ist einfach so und das ist das Normalste auf der Welt. Wahre Harmonie kann nur dann entstehen, wenn wir die schlechten Tage genauso wertschätzen wie die guten Tage. Das ist harmonisch, das bedeutet Harmonie. Und nur so kann man halt diesen inneren Frieden auch aufbauen, indem wir diese schlechten Tage auch überwinden. Na, also mit einem Fluss überwinden, nicht indem wir einfach uns da durchkämpfen, sondern es einfach zulassen. Wenn du mal wieder einen schlechten Tag hast, versuch darüber zu reden, versuch das vielleicht sogar aufzuschreiben. Du kannst es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn dir danach ist. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!